Zusammen sind wir klüger, Wissen bündeln, Ideen brainstormen, Projekte betreuen. Und das alles über das Netz. Online-Crowds, mehr als ein Massenphänomen, jetzt bei Neues. Hallo und herzlich willkommen bei Neues. Beginnen wir heute mal etwas ungewöhnlich, und zwar mit der Geschichte von Swimmy. Der kleine schwarze Fisch lebt glücklich in einem Schwarm roter Fische. Alles könnte gut sein, wenn nicht die großen, hungrigen Fische wären. Doch da hat Swimmy eine Idee. Anstatt sich fressen zu lassen, bilden die kleinen Fische eine Gruppe in der Form eines großen Fisches, und Swimmy spielt das Auge. Will uns sagen, gemeinsam sind wir stark. Auf uns Menschen übertragen könnte es auch heißen, gemeinsam sind wir schlau. Die Weisheit der Massen, gebündelt durch das Internet. Wir gehen diesem Phänomen mal auf die Spur. Das Tierreich macht es vor. Zugvögel, Fische, Bienen oder Ameisen sind für sich alleine keine besonders intelligenten Wesen. In der Masse aber bilden sie beeindruckende Gesellschaftsordnungen und treffen scheinbar kluge Entscheidungen. Schwarmintelligenz heißt das, und auch der Mensch habe sie, so die Theorie der Weisheit der Vielen. Entdeckt wurde die Theorie vom britischen Wissenschaftler Francis Galton im Jahr 1906. Auf einer Landwirtschaftsmesse sollten Besucher im Rahmen eines Gewinnspiels das Gewicht eines Ochsen schätzen. Galton erfasste die rund 800 Schätzungen und fand zu seiner Überraschung heraus, dass deren Durchschnittswert bei 1197 Pfund lag, nur ein Pfund neben dem tatsächlichen Gewicht. Seitdem haben zahlreiche ähnliche Versuche die Theorie bestätigt. Dr. Jan Lorenz an der Universität Oldenburg weiß, wie verblüffend die Weisheit der Vielen auf Außenstehende wirkt. Ein anderer Mensch liegt vielleicht viel zu hoch, ich liege viel zu niedrig. Und das gleicht sich halt dann durch das Gesetz der großen Zahl aus. Und sozusagen der systematische Fehler, würde ich sagen, ist halt wahrscheinlich viel häufiger nicht gegeben, wie wir denken. Wir denken also häufig sozusagen, ja, wenn ich schon daneben liege, dann liegen ja bestimmt alle anderen mindestens noch viel schlimmer daneben, und dann ist ja bestimmt alles ganz falsch. Dass sich das aber sozusagen in der Masse ausgleichen kann, das ist vielleicht einfach uns nicht so bewusst. Zu den alltäglichen Beispielen dieser Theorie zählen Publikumsjoker bei Quizshows oder die Open-Source-Enzyklopädie Wikipedia. In beiden Fällen hat die Masse fast immer recht. Ist die Masse aber immer klüger als einzelne Experten? Man braucht möglichst viele unterschiedliche Leute, müssen gar nicht unbedingt die Experten sein, aber aus möglichst vielen unterschiedlichen Quellen sollte sich das Wissen zusammensetzen. Also einfach, dass man möglichst keinen systematischen Fehler drin hat. Und das nächste ist genau, dass die, wenn sie ihre Meinung sagen, dass die Leute dann noch nicht die Meinung von den anderen Experten gehört haben sollen. Die Weisheit der Vielen wird auch kommerziell genutzt. Über das sogenannte Crowdsourcing werden Großprojekte in Mikrojobs unterteilt und an die Masse delegiert. Für Prognosen lautet der Fachbegriff Prediction Markets. Hier geben registrierte Nutzer ihr Urteil ab, indem sie mit Spielgeld wetten. Das ist nur ein Beispiel von mittlerweile unzähligen Ausprägungen der Online-Crowd-Bewegung. Die Crowds teilen ihr Wissen, sie finanzieren spannende Projekte und stürzen sich mit Begeisterung in wissenschaftliche Projekte. Es scheint so, dass das Beispiel aus der Natur auch online sehr gut funktioniert. Jeder Einzelne für sich erreicht nicht viel, aber in der Gruppe kann man wirklich etwas bewegen. Ja, das Internet macht ganz neue Formen von Interaktion möglich. Wir können uns das Ganze wie ein großes Gehirn vorstellen. Die Teilnehmer sogenannter Crowd-Projekte entsprechen dabei den Nervenzellen. Das Internet den Nervenbahnen. Je mehr Nervenzellen an einer Sache arbeiten, desto effektiver. Wikipedia ist das altbekannte Beispiel. Tausende sammeln Wissen für die Online-Enzyklopädie. Mittlerweile nutzen verschiedene Wissenschaften sogar ganz gezielt das ungeheure Potenzial der Nutzer. Die Wissenschaft steckt in einem Dilemma. Forscher sammeln mit modernster Technik Unmengen an Daten, kommen aber mit der Auswertung nicht mehr hinterher. Deshalb setzen die Profis zunehmend auf die Zuarbeit von Hobbywissenschaftlern. Sie haben das, was Experten fehlt: Zeit. Citizen Science nennt sich die ungewöhnliche Zusammenarbeit. Eines der ersten Projekte war Galaxy Zoo. Der amerikanische Astrophysiker Kevin Chavinsky bat Internetnutzer, für ihn Teleskopbilder auszuwerten. Die Laien sollten einschätzen, ob Galaxien kugel- oder spiralförmig sind. Eine Aufgabe, an der seine Bilderkennungssoftware immer wieder gescheitert war. Heute ist Galaxy Zoo eine Community mit Hunderttausenden Freiwilligen. Einige wurden sogar berühmt.
So entdeckte die Lehrerin Hanni van Arkel zufällig eine Gaswolke, die von einem erloschenen Quasar erleuchtet wurde. Machen Hobbyforscher die Experten jetzt also überflüssig? Wissenschaftler, die Wissen schaffen, werden immer da sein und werden immer auch als Experten diese Rolle ausfüllen. Das können Laien so gar nicht übernehmen. Das wird auch die Schwarmintelligenz in dem Maße wahrscheinlich kaum bieten können. Aber sie kann eine sehr interessante Addition sein. Sie kann also ein zusätzliches Angebot bereitstellen, von dem auch Wissenschaftler profitieren können. Und das halte ich da also für sehr interessant und auch für sehr zukunftsträchtig. Aber einen vollständigen Ersatz kann es auch durch die Masse nicht geben. Es muss ja letztendlich immer einen geben, der es dann doch abgleicht. Erst seit kurzem setzen Experten auf die aktive Mitarbeit von Laien. Früher zapften Forscher lediglich die Kapazität von Privatrechnern an, so wie bei SETI at Home, das Ende der 90er Jahre online ging. Dieses Projekt scannt die Signale von Radioteleskopen auf Anzeichen außerirdischer Intelligenz. Dafür müssen die Nutzer von SETI at Home ein Programm installieren, das dann autonom im Hintergrund läuft. Das Potenzial des verteilten Rechnens wird inzwischen vielfältig genutzt. Malaria Control simuliert die Ausbreitung der Krankheit in Afrika. Ein anderes Projekt, Climate Prediction. Hier geht es um die globale Erwärmung. Bizarre Strukturen, bunte Spiralen. Folded ist ein 3D-Puzzle. Hier wird Wissenschaft zum Computerspiel. Ziel ist es, Proteine zu falten. Klingt banal, doch kaum ein Vorgang in der Zellbiologie ist komplexer. Fieberhaft suchen Forscher nach Proteinen mit bestimmten Eigenschaften, etwa der Fähigkeit, HI-Viren zu binden. Dafür ist die Faltung entscheidend. Doch selbst kleine Eiweiße haben mehr als 1000 Gelenke. Die Möglichkeiten gehen in die Milliarden. Hört sich nach einer perfekten Aufgabe für den Computer an, doch Foldit beweist das Gegenteil. Menschen falten deutlich besser, denn sie besitzen Intuition. Doch wie motiviert man Hobbyforscher eigentlich zur Mitarbeit? Das Bezahlen funktioniert meistens nicht, weil es meistens halt wissenschaftliche Projekte sind, die wie immer chronisch unterfinanziert sind. Wenn man den Leuten dafür aber ein Spiel anbietet, dann ist die Motivation da schon wieder ganz anders. Und wie man gesehen hat in den letzten Jahren, scheint das sehr gut zu funktionieren. Also man kann mit relativ simplen Spielen, die so ein Problem lösen, ganz beachtliche Nutzerzahlen erreichen. Auch Markus Krause nutzt den Spieltrieb der Crowd. Sein Spiel On to Galaxy kommt daher wie ein klassischer Weltraumshooter, ist aber viel mehr. Um bessere Waffen für sein Raumschiff zu bekommen, muss der Spieler nebenbei Wörter assoziativ zuordnen, zum Beispiel Safari zu Löwe. Hintergrund: Der Computer soll irgendwann die natürliche Sprache des Menschen verstehen. Sogar die finnische Nationalbibliothek sucht inzwischen Mitspieler. Bei Digital Code sollen sie prüfen, ob der Scanner Wörter aus alten Tageszeitungen richtig eingelesen hat. Dazu muss man noch nicht mal Finnisch können. Wissenschaft als Kinderspiel? Ja, wer weiß, der Wissenschaftler steckt vielleicht in jedem von uns. Schon länger im Dienste der Wissenschaft und das nicht nur als Hobby, steht unser Gast Christian Russ. Hallo Herr Russ, Sie haben Ihre Dissertation über Online-Crowds geschrieben. Wie würden Sie denn dieses Phänomen Online-Crowds generell beschreiben? Also in meinem Verständnis sind Online-Crowds anonyme Benutzermassen, die sich über kollektive Handlungen im Internet bewegen. Und dadurch einzigartige Interneterfolge wie Google, eBay, Wikipedia oder Ähnliches hervorbringen. Wie lässt sich das Ganze denn psychologisch nachvollziehen? Was motiviert einen Einzelnen, sich in der Masse zu engagieren? Also in meinen Forschungen habe ich mich hier an die Massenpsychologie gelehnt, die einzelne verschiedene Phasen aufzeigt, warum Massen, Benutzer im Kollektiv sich plötzlich ausgerichtet, gleichgerichtet verhalten. Da gibt es eine Initiationsphase, wo immer mehr und mehr Benutzer an einer massenpsychologischen Kettenreaktion teilnehmen. Und sobald sie eine kritische Masse durchbrechen, also eine gewisse Benutzeranzahl, die Teilnehmer sich kollektiv in eine Richtung bewegen. Aber was habe ich jetzt persönlich davon? Also ich opfere ja Zeit, vielleicht auch Geld, wenn ich bei Amazon Bücher kritisiere oder wenn ich bei Wikipedia Artikel einstelle. Gibt es da auch ein Goodie für mich? Ja, die Frage ist nicht primär für mich individuell, sondern auch,
wie sehen das andere? Mhm. Und da ist mein Ansatz, meine Theorie, dass die Other Directedness, die Orientierung an anderen, stärker ist als das eigene individuelle Ziel. Mhm. Und weil andere das machen, durch Imitation und Nachahmung, denen Folge und daraus solche massenpsychologischen Reaktionen entstehen. Also ich fühle mich durch die Masse in der Masse bestätigt. Genau. Gibt es denn in der Masse auch, wenn wir nochmal bei dieser Kindergeschichte Sweeney bleiben, so eine Art schwarzen Fisch, der die anderen führt? Das kann durchaus sein am Anfang, dass ein initialer psychologischer Erreger oder Beschleuniger, aber mit der Zeit dominiert er diese Orientierung an anderen und beschleunigt damit den Prozess und es wird ein Selbstläufer. Ähnlich wie in einer Kettenreaktion, wo es mit einer Aufwärtsspirale nicht mehr stoppbar ist und plötzlich jeder davon redet, jeder davon spricht und auch daran teilhaben möchte. Ist durch das Internet, kann man das so sagen, das Wissen des Kollektivs neu entdeckt worden und kann jetzt ganz anders genutzt werden? Ich würde es so sehen, dass neue Potenziale damit herausgehoben werden und die im Gegensatz zu früher die Masse ihren Beitrag sowohl in der Partizipation, aber auch in der Aktion, in der Reaktion dazu geben kann. Das heißt, schlussendlich ist es mehr als davor. Das Ganze schafft mehr als das Einzelne alleine. Also die Nervenzellen waren schon immer da, aber die Nervenbahnen sind jetzt stärker geworden sozusagen. Genau, ja. Wir sprechen gleich nochmal weiter, Herr Roos, aber vielen Dank schon mal bis hierhin. Ja, sich engagieren ehrenamtlich, das vermittelt ein gutes Gefühl, macht aber auch viel Arbeit. Unterwegs sozusagen nebenbei was Gutes tun, auch das ist möglich, dank der Smartphones. Neben Crowdsourcing und Crowdfunding sind die sogenannten Mobile Crowds im Trend. Das heißt, wo wir gehen und stehen, können wir Informationen generieren, die anderen helfen. Das Ganze funktioniert wie ein feinmaschiges Korrespondentennetzwerk. In Haiti wurde so das Ausmaß der Zerstörung schneller und besser erfasst. Und auch in Japan sammeln die Smartphone-User zurzeit wichtige Informationen. Als das Beben in Japan das Land erschütterte, konnte noch niemand die Ausmaße erahnen. Die Katastrophe entwickelte sich im Zeitlupentempo. Das Atomkraftwerk in Fukushima quasi zerstört, Strahlung entweicht, Messungen scheinen unzuverlässig. Innerhalb von 72 Stunden setzte daher eine Handvoll Enthusiasten einen Blog auf, in dem Strahlungswerte gesammelt werden, die offiziellen und individuell gemessene. Die Menschen sind aufgerufen, selbst zum Geigerzähler zu greifen. Die vielen sollen die wirkliche Strahlenbelastung herausfinden. Geholfen ist damit noch niemandem, aber es entsteht ein repräsentatives Bild. Haiti, vor über einem Jahr. Nach dem großen Erdbeben wusste niemand, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wurde. Ein Zusammenschluss von Hilfsorganisationen und vielen gut vernetzten Menschen hat Mobile Crowdsourcing erfolgreich praktiziert. Betroffene konnten sich per SMS melden, um ihre Situation zu schildern. Freiwillige werteten die Daten aus und führten sie zu Karten zusammen. Der Mensch als Sensor. Daran forschen auch Ellie de Hond und Matthias Stevens an der Freien Universität Brüssel. Im Forschungsprojekt Brüssens beschäftigen sie sich mit den Problemen der Städte von morgen. Stichwort Nachhaltigkeit. NoiseTube ist ein Projekt, das Smartphones als Lärmsensoren einsetzt. Smartphones werden immer günstiger. Sie können mehr, gehen ins Internet, haben Kamera und Mikro, weshalb man mit ihnen Geräusche messen kann. Und fast jeder hat eins in der Tasche. Wir wollten herausfinden, wie man diese Tatsache für nachhaltige Themen nutzen kann. Suchten ein konkretes Forschungsprojekt und unser erster Fall war der Lärm. Wer als NoiseTube fungieren will, lädt die App momentan für Java und Android herunter und macht erstmal einen Spaziergang. Die App misst jede Sekunde den Krach in der Umgebung und erstellt daraus einen Track. Auf Google Earth werden alle Daten zusammengeführt und automatisch mit Tags versehen. Außerdem haben wir ein Tagging-System. Damit kann man, wo man auch ist, seine Messungen benennen. Wenn ein Bus vorbeifährt zum Beispiel, tippe ich einfach Bus ein und das wird automatisch verbunden mit den Messwerten. Außerdem kann ich aber meine Meinung einfließen lassen, wenn etwas sich schön anhörte oder besonders laut oder extrem nervig. Das ist ganz offen gehalten. Die Leute können ihre Tags frei wählen.
In Antwerpen haben die Forscher ein kleines Pilotprojekt gestartet, in dem 10 Menschen präzise ihre Umgebung vermessen haben. Auch mit so einer kleinen Crowd kommt man zu erstaunlichen Ergebnissen. Mit diesen Messungen zu mitmachen, haben wir eine alternative Methode, die sich ausschließlich auf reale Messwerte stützt. Wenn alle etwas beitragen, muss man keine teuren Messstationen aufstellen. Und selbst mit unserem kleinen Feldversuch mit 10 Smartphones kommen wir den offiziellen Methoden recht nahe. Das ist hochinteressant. Lärm ist nicht das einzige Problem in den Metropolen. CO2-Ausstoß oder Ozonbelastung sind ebenfalls wichtige Themen. Ansporn genug für Ellie D'Ont, an weiteren Apps für Smartphones zu forschen, damit viele Menschen gemeinsam eine leisere, saubere und bessere Umwelt schaffen können. Das klingt natürlich super, aber können wir das in der Tat schaffen, durch Mobile Crowds eine bessere und saubere Umwelt zu schaffen? Also ich denke, das ist durchaus möglich, wenn man das sieht, wie in der Vergangenheit auch politische Bewegungen oder Ideen aus dem Kleinen heraus entstanden sind und dann wachsen konnten und in die Gesellschaft diffundieren. So kann das auch hier ganz klar möglich sein. Ja. Dahinter steckt also ganz viel positives Engagement der Masse. Aber es gibt natürlich auch wirtschaftliche Interessen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Was haben denn die Firmen davon? Was ist deren Nutzen? Ich glaube, die Herausforderung ist bei Online-Crowds, dass sie ja initial eher euphorisch und sehr selbstgetrieben sind, aus einer Crowd heraus eine Community zu machen, die nachhaltig ist, die beständig ist und die auch in ein wirtschaftliches Geschäftsmodell passt. Und da ist sicher die Kunst zwischen den Hypes und den Flops, auch diese großen Internet-Blockbusters zu gestalten und zu entwickeln. Und die Firmen generieren natürlich auch unsere Daten und die sind sozusagen das Öl von morgen. Das ist sicher auch der Preis einerseits heute im Mitmach-Web, dass die Benutzer immer stärker bereit sind, ihre Informationen und ihre Daten bekannt zu geben, vielleicht dafür auch einen kostenlosen Dienst nutzen können. Andererseits natürlich sich damit auch von den Informationen gesehen ausliefern und das an Dritte weitergeben. Und das ist sicher auch das Kapital der Zukunft. Das hat Google groß gemacht mit der Werbung, mit der intelligenten Werbung. Das macht andere Unternehmen auch groß und lässt sie wachsen, weil sie hier das Kapital und die Intelligenz der einzelnen Konsumenten dahinter sehen. Auch die Wissenschaften können natürlich das oder nutzen natürlich auch das Potenzial der Masse. Aber wir haben es eben auch gesehen, einige Wissenschaftler rümpfen auch so ein bisschen die Nase und sagen, hey, wir sind die Wissenschaftler und können jetzt nicht nur mit Laienwissenschaftlern zusammenarbeiten. Gibt es da noch so ein gewisses Dünkel? Gibt es sicher. Aber schlussendlich muss man sehen, dass die rein von den Möglichkeiten der Masse, von der Anzahl der Beteiligten, auch die Wissenschaftler das annehmen müssen oder akzeptieren müssen, dass es hier dieses Science-Based Communities gibt, die beitragen. Und es gibt auch gute Beispiele, wo neue Planeten, neue Erfindungen, neue Ideen aus der Crowd raus auch gefunden wurden. Und vielleicht ja auch irgendwelche Außerirdischen, wie wir eben gesehen haben. Genau. Es ist immer schwer, in die Zukunft zu gucken. Vielleicht können Sie es trotzdem mal für uns probieren. Welche neuen oder weiteren Entwicklungen würden Sie noch durch die Crowd vorhersehen? Da meiner Meinung nach, da das Internet immer mehr ins normale Leben diffundiert. Wir haben jetzt Smartphones, Pads, Media-Tablets. Es geht auch in die Zukunft in die Richtung Augmented Reality. Wenn diese Online-Crowds noch immer stärker präsent werden, immer sprunghafter, es werden auch in kurzer Zeit neue Crowds entstehen, vielleicht auch wieder verschwinden. Und wir werden uns eigentlich regelmäßig täglich damit beschäftigen müssen. Okay, prima. Wir sind gespannt. Christian Ross, vielen Dank fürs Gespräch und noch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ja, die Masse soll sich allerdings nicht nur mit Wissen, Kreativität und Rechenleistung einbringen, sondern auch, klar, mit Geld. Crowdfunding heißt das Ganze dann. Auf Plattformen werden die verschiedensten Projekte zu Mitsponsern vorgestellt. Hier auf Kickstarter.com kann man zum Beispiel den chinesischen Künstler Ai Weiwei unterstützen, der ja gerade festgenommen wurde. Aber auch eine Farm mitsponsern. Und wer sein Geld nicht in der Telefonschleife bei Deutschland sucht einen Superstar lassen, sondern außergewöhnliche Musiktalente fördern will, der klickt auf sellerband.com. Proben der Band Unbuttoned Heart in der Nähe von Ulm. Größter Wunsch der Band, eine eigene CD produzieren. Um das Projekt zu finanzieren, sind sie auf die Crowdfunding-Plattform Sellerband gestoßen. Sellerband funktioniert wie folgt. Künstler stellen dort ihre Projekte mit der Investitionssumme vor. Das kann zum Beispiel die Produktion einer CD oder das Geld für eine Konzerttour sein.
Fans, die sogenannten Believer, investieren in die Künstler und deren Musik und zahlen Geld auf das Konto des Künstlers ein, kaufen Parts, also Anteile für 10 Euro das Stück. Unbuttoned Heart benötigen 21.000 Euro für die Produktion der CD. Bisher sind rund 12.000 Euro zusammengekommen. Damit man ein Funding überhaupt freischalten kann, muss man aber gewisse Dinge als Minimalanforderung bei uns ausfüllen. Das sind Dinge, wie sieht dein Plan aus, wofür brauchst du das Geld, was willst du damit anstellen, was bietest du deinen Believern letztendlich an. Bei uns geht es bei einem Part los, das sind 10 Euro und da gibt es den sofortigen Download von der Single Close My Eyes und später dann den Download der Platte. Und so geht's dann weiter. Ab 2 Parts bekommt man dann die physische Platte zugeschickt, wenn sie fertig ist. Generell gehen die Bands bei uns gar keine Verträge ein, sprich hinsichtlich ihrer Rechte sind die Bands völlig frei. Es gibt keine Publishing-Deals, die mit uns abgeschlossen werden. Die Mechanical Rights sind alle frei. Die Künstler haben alle Freiheit der Welt, um sich dahin entwickeln zu können, wenn sie denn ihr Album bei uns produziert haben, wohin sie möchten. Es liegt also in der Hand eines jeden Künstlers, wie er die Celeband-Plattform nutzt. Wichtig ist, möglichst viele Leute über das Projekt zu informieren, damit möglichst viele Parts gekauft werden, um die Mindestkapitalmenge zu erreichen. Wie bei jedem Launch von einem Projekt oder muss man natürlich erstmal das Ding ankurbeln. Und dazu braucht man natürlich erstmal die Leute, die man kennt. Und so holt man einfach Verwandte und Bekannte ins Boot oder so oder unsere Fans, die wir schon haben. Und die stoßen das Projekt an und dann kommt das Ding ins Rollen und mehr Leute wollen darauf aufmerksam und springen mit auf, wenn es ihnen gefällt. Idealerweise sind Live-Konzerte ein guter Werbeträger, um Geld für das Projekt zu sammeln. Celeband stellt die Plattform zur Verfügung. Sie sind ein Dienstleister und keine Plattenfirma oder Künstleragentur. Dafür, dass wir auf Lebenszeit diesen Anteil, den einer bei uns gekauft hat, händeln, dafür berechnen wir eine Fee in Höhe von 10% maximal. Das kann auch weniger sein, bis zu 5%. Und wenn der Künstler sein Funding voll bekommen hat, ausschließlich dann, wenn es vollgelaufen ist, bekommen wir eine Success-Fee in Höhe von 10%. Auf Celeband gibt es Musik aller Genres. Doch was passiert mit dem Geld, wenn das Funding-Ziel eines Künstlers nicht erreicht wird? Das Geld bleibt immer im Besitz der Believer. Das heißt, der Believer kann damit dann in andere Projekte investieren, kann andere Künstler damit unterstützen. Was wir nicht können, ist, wir können nicht Geld wieder zurück auszahlen. Dann wären wir eine Bank und genau das sind wir nicht. Celeband unterstützt und berät die Künstler bei Tonaufnahmen im Studio, beim Marketing oder Tourneen. Doch auf sich aufmerksam zu machen, das liegt in der Hand der Künstler. Viel, viel spielen und vor allem viel, viel erzählen. Also wir sind gerade auf Kneipentour, die heißt Lokalrunde 2011, da kann man uns auch noch erwischen, wir sind ganz Deutschland. Und es ist einfach das Wichtigste, dass man einfach die Leute darüber informiert, was wir machen und inwieweit wir die Band mit Leben füllen, damit Leute sehen, es geht was voran und dann rollt es auch. Und ob auch das Geld für die CD rollt, wissen wir im August. Bis dahin läuft das Funding von Unbuttoned Heart. Und es gibt noch eine große Masse, die Masse an Spielern. Die stehen ja meistens auf menschliche oder menschenähnliche Figuren. 2007 war der Star jedoch ein Würfel mit dem sperrigen Namen Weighted Companion Cube. Vielleicht erinnern Sie sich, ich schieße Ihnen mal kurz den Weg frei. Portal 2 erscheint nun in 10 Tagen als eigenständiger Titel und verspricht, eines der ungewöhnlichsten Spiele des Jahres zu werden. Erklären wir das Prinzip von Portal doch mal an einem vertrauten Objekt, an der legendären Torwand bei den Kollegen vom ZDF Sport. Der Spieler hat eine sogenannte Portal Gun, mit der er Portale in Wände schießen kann. Diese sind Ein- und Ausgang zugleich. Personen oder Objekte verschwinden durch das eine Portal und erscheinen aus dem anderen. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht viel verwirrender aus. Denn die Spielmechanik von Portal 2 enthält noch zahlreiche weitere Elemente. Trampolingel, Laser und Transportstrahlen, die alle ihrerseits durch Portale hindurchgeleitet werden können. Portal 2 ist eine hochkomplexe Physiksimulation.
Als wir den ersten Teil einem Testpublikum zeigten, merkten wir, dass viele zusätzliche Elemente von dem Kern des Spiels ablenkten. Wir reduzierten es also auf karge, sterile Umgebungen. Jetzt merken wir, dass wir großzügiger mit den Elementen umgehen können. Immerhin haben wir ja schon mehr als 3 Millionen Menschen beigebracht, wie Portal funktioniert. Wir können den Nachfolger also mit mehr Detail versehen, die Umgebungen komplexer gestalten. Der Spieler kann viel mehr erkunden, kann hinter die Kulissen blicken und die Geschichte dahinter entdecken. Der erste Teil wurde 2007 zum Kritikerliebling und zum kommerziellen Erfolg. Denn die Ich-Perspektive war bislang ausschließlich Ego-Shootern vorbehalten. Auf die Idee so eines Rätselspiels war vorher noch niemand gekommen. Ich präsentiere Ihnen die Plattform, das Parkett der Zukunft. Und auch die Verpackung steckt. Das Setting ist das zweifelhafte Forschungsunternehmen Aperture mit störanfälligen Produkten. Aperture-Plattformen unterstützen die Testsubjekte im gesamten Testverlauf. Das ist keine Plattform, das ist ein Brecher. Die verkaufen wir auch. Die Idee zu Portal hatte ein Studententeam am DigiPen Institute, einer privaten Fachhochschule für Spieleentwickler im US-Bundesstaat Washington. Narbecular Drop hatte noch ein Fantasy-Setting. Das renommierte Entwicklerstudio Valve sah das Studentenprojekt, erkannte das Potenzial und übernahm kurzerhand das gesamte Team. Weil Valve nach früheren Erfolgen wie Half-Life komplett selbstfinanziert ist, ist es unabhängig von großen Verlagen und vertraglich festgelegten Abgabeterminen. Valve kann sich mit Projekten wie Portal deshalb besonders viel Zeit lassen und den Teams ungewöhnlich viel Freiheit geben. Beim ersten Teil ließen wir uns 10 bis 12 Monate Zeit, das Spiel zu testen, als wir uns auf die Kernelemente geeinigt hatten. Bei diesem Teil machen wir es nicht anders. Wir wollen, dass sich der Schwierigkeitsgrad so steigert, dass die Leute das gesamte Spiel erfahren können. Ungewöhnlich viele Menschen haben den ersten Teil durchgespielt und das Ende erlebt. Bei Portal 2 soll es genauso sein. Neu ist auch ein Koop-Modus, in dem 2 Spieler gleichzeitig Rätsel lösen müssen. Portal 2 ist ein wirklich selten stimmiges Produkt. Clevere Rätsel, dichte Atmosphäre und schwarzer Humor sorgen für stundenlangen Spielspaß. Einzige Voraussetzungen sind Geduld und Lust auf etwas Neues. Ja, und Lust auf unsere Sendung Neues kann ich Ihnen erst wieder in 5 Wochen machen. Leider sehen wir uns erst am 15. Mai wieder, unter anderem zum Thema Animationsfilm. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Machen Sie es gut. Tschüss.